Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Two Point Hospital. Wir haben das zweite Krankenhaus geschafft. Fangen jetzt mit dem dritten an, wo es endlich mal ein bisschen spannender wird. Wir können endlich unsere Leute gezielt ausbilden, wenn ich mich recht erinnere. Zweite fertig, Unternehmenswert fast 3 Millionen. Und wir sind jetzt im Flutterwing. Start. Personalentwicklung. Lese ich nicht vor, werde ich alles nach und nach erklären. Wie immer, am Anfang das Spiel pausieren, ist auch ein allgemeiner Tipp für euch. Dieses Mal haben wir deutlich mehr Bauplatz zur Verfügung, den wir dazu kaufen können. Umgebung sieht nett aus. Ja. Wie machen wir alles? Objekte, Aufnahme. Die erste Aufnahme setzen wir mal hier unten schön in die Ecke. Damit wir hinterher, falls wir sehr viele Patienten bekommen, auch noch eine hier hinsetzen können. Zimmer, Arztpraxis. Ja. Die Ansicht wieder ändern. Schönes Fenster da rein, da rein. Aktenschrank, Lampe. Wir kennen das ganze Prozedere ja schon. Den Teppich machen wir so rum. Wenn ich mich nicht vertue, müsste dieses Video am Samstag hochgeladen werden. Bei der letzten Folge habe ich mich direkt am Anfang vertan, was die Folgenanzahl angeht. Kein Video ohne Fehler, aber ich denke mal, das ist verkraftbar, ne? So Kleinigkeiten. Heitert euch vielleicht auch ein bisschen auf. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, am Wochenende bin ich nicht anwesend, deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren. Wir haben jetzt gerade Mittwoch. Das löschen und verkaufen wir wieder. Deswegen muss ich ein bisschen reinhauen. Objekte machen wir hinterher. Hier haben wir nur zwei Plätze frei. Ich denke mal, ihr könnt erraten, was dann dahin kommt. So. Kaffeemaschine, die schalten wir jetzt auch mal frei. Die werde ich in so gut wie jeden Raum reinstellen. Es hat einfach den Grund, die Leute machen weniger Pause im Pausenraum. Sie können sich halt überall an Getränke bedienen. Damit sie auch überall eine Kleinigkeit essen können, haben wir einen Süßigkeitenspender. Ist einfach für die allgemeine Zufriedenheit. Wir haben die Prestigestufe schneller hoch. Allgemein sehr gut. Noch irgendwas? Das hier. Schaffe ich immer noch nicht Prestige 3. Ist schon ein bisschen lächerlich, ne? Jetzt haben wir noch einen zweiten daneben. Was nehmen wir noch, Leute? Was nehmen wir noch? Ich habe eine Idee. Der Stuhl. Können sich die Leute darauf ausruhen. Das heißt, sie müssen noch weniger Pause machen. Und wir haben es geschafft. Prestige 3. Ich müsste mir mal merken, dass ich kurz vor der Aufnahme nichts mehr mit Kohlensäure trinke. Es blubbert die ganze Zeit ein bisschen. Im Rachen. So. Kaffeemaschine. Das Lustige ist, ich selbst habe noch nie eine Tasse Kaffee getrunken in meinem Leben oder auch nur einen einzigen Schluck. Das Zeug ist absolut nichts für mich. Dann greife ich doch lieber zu Energy Drinks. Richtig schön gesund. So können sie sich gegenseitig wieder beobachten. Ey, schon wieder so eine Kleinigkeit, ne? Haben wir einen Feuerlöscher drin? Nein. Und, ja, Mist. Dahin. Langsam wird's was, wa? Die allgemeine Zufriedenheit dürfte steigen. Die Station. Klatschen wir die richtig groß hier hin? Oder hier? Hier. So. Ich baue die gleich. Wir stellen jetzt Leute ein, bauen Bänke etc., dass es schon mal losgeht, ne? Oh, zweimal Psychiater, zweimal Allgemeinmedizin.
Wir nehmen erstmal die ohne alles, damit es schön günstig am Anfang ist. Und die beiden weg. Der ist blöd. Macht gern Nickerchen, aber wirbt sich anscheinend nicht negativ drauf aus. Nehmen wir. Krankenpfleger. Garstig, nein. Langweilig. Ja, dann nehmen wir die langweilige. Geisterjäger. Mist. Den muss ich löschen. Den auch. Ach du Scheiße, Leute. Wir haben keinen Hausmeister, der was taugt. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ich dachte eigentlich, das wäre zumindest immer so eingestellt, dass man wenigstens am Anfang von jedem einen neutralen hat. Anscheinend ist das nicht so. Das war der Stuhl, der gequietscht hat. Los geht's. Wir müssen Krankenhausstufe 4 erreichen. Personalstimmung von 55%. Das ist gar nichts. Und 7 Mitarbeiter einstellen. Dann kriegen wir die Weiterbildungslizenz. Das sollte kein Problem sein, ne? Toiletten. So. So, so. Und die goldene dahin. Das gefällt uns doch. Wir haben zwar am Anfang sehr wenig Geld, aber wir gönnen es uns, ne? Ist ja nur ein Spiel. Eine Pflanze. Mülleimer habe ich, das habe ich. Desinfektionsspender auch noch. Ey. Immer an so einer Kleinigkeit. Fenster, Fenster, Fenster. Kann man in der Toilette kein Fenster bauen oder bin ich gerade blind? Meine Güte. Dann nehmen wir so ein Zertifikat. Das passt überall hin. Also ich will jetzt schon versuchen, überall immer mindestens Prestige 3 zu erreichen. Den Qualitätsstandard sollten wir schon einhalten, finde ich. Getränke. Machen wir hier hin. So. Pflänzchen hier, Pflänzchen da. Pflänzchen hier, Pflänzchen da. Und Pflänzchen da. Mülleimer hier hin. Hier. Bänke. Du kriegst eine Bank, du kriegst eine Bank. Ihr habt da was zu lesen. Ihr habt da was zu gucken hinter der Bank. Fenster wieder zu. Da Mülleimer. Und noch ein Pflänzchen. Wir mögen Pflänzchen. Vergessen Sie nicht, Ihrem Krankenpfleger ein Trinkgeld zu geben. Wann krieg ich denn mal ein Trinkgeld? Oh, 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 oh. Einstellen, Hausmeister. Ist das euer fucking Ernst? Klappt heute nicht mit dem Einstellen, ganz offensichtlich. Aber ist ja auch nur unsere Mission, ne? Mission 2 hat astrein geklappt. Dann dürfen wir jetzt auch mal ein bisschen Pech haben. Wir brauchen eine Station. Patient bitten zu warten. Dann klatschen wir die mal eben schnell hier hin. So. Mit der Station machen wir auch richtig gut Knete immer. So, Pflänzchen dahin. Pflänzchen dahin. Und einmal da. Dieser Stuhl, der kostet $25 und der bringt so viel, dass die Mitarbeiter nicht so schnell erschöpft sind. Das ist unglaublich. Hätten wir viel früher eigentlich freischalten sollen. Aber wir haben es auch so geschafft, ne? Prestige 3, fast 4.
weiter geht's. Jetzt habe ich wieder so fest auf die Taste gehauen. Entschuldigung. Krankenpfleger zur Station, bitte. So. Stopp, stopp, stopp. Du kommst wieder weg. Du kommst auch weg. Hier kann hinterher noch ein schöner Raum hin. Dann kommst du hier hin. Und du hier hin. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. 14 Tage. Verdammter Mist. Ein Krankenpfleger muss jetzt 3 Räume bearbeiten. Und hier bräuchte man eigentlich 2. In der Station. Durchfall haben wir jedes Mal. Die Richtlinien einstellen. Übersicht, das vergesse ich auch gerne. Auf 4 setzen und Mitarbeiter automatisch befördern. Guckt euch das an. Minus, okay, ist am Anfang normal. Bauen wir hier das Pausenzimmer hin, ne? Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Pflänzchen. Ah, du darfst nicht dahin. Kaffeemaschine, Süßigkeiten. Teppich. Ein Zertifikat. Können Sie sich dran ergötzen. Ein Sitzsack nehmen wir noch. Wir haben ja noch 290 Kudosch jetzt übrig. Endlich! Wir haben einen. Ärzte? Ja. Es geht vorwärts. Und hier? Nein, brauchen wir nicht. Maya Lovecraft. du hast Glück. Du musst zwar oft auf Klo. Aber wir haben eine goldene Toilette. Wir nehmen dich. Wir haben die Weiterbildungslizenz. Clowns, okay. Bilde einen Mitarbeiter weiter. Weiterbildungsraum. Ich will mal eben was abzählen. Weiterbildung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, dann machen wir das so. Fällt euch was auf an diesem Raum, was ich falsch gemacht habe? Ich lasse es jetzt so. Schreibt es in den Kommentaren, was auf euch auffällt. Sieht absolut bescheuert aus. Aber das dürftet ihr mittlerweile bei mir gewohnt sein. So, Fenster zum Rausgucken. Was habe ich falsch gemacht? Ein Mitarbeiter weiterbilden. Und sie will eine Weiterbildung. Wir brauchen Psychiater. Man hat einmal die Möglichkeit, also erstmal alles erklären. Hier unten kommen die Leute rein, die eine Weiterbildung haben wollen. Sie hat als Wunsch weitergebildet zu werden, also nehmen wir sie jetzt auch erstmal, ist eine Medizinstudentin. Verfügbare Kurse, was kann ich dieser Person alles beibringen? Diese Liste wird später verdammt lang. Wir brauchen einen Psychiater, also nehmen wir das mal. Verfügbare Ausbilder, hätte ich jetzt schon einen Psychiater, könnte ich den auswählen und es wäre kostenlos. Ich habe keinen, also muss ich dafür richtig Asche zahlen. Schade, dass es nicht Professor Snape macht. Das wäre verdammt lustig, wenn er hier vorne steht. Ihr kennt die Filme alle und meine Leute ausbildet. Er steht hier, die Leute sitzen hier. Einstellen, 8 Tage noch.
Erinnert mich mal dran, dass ich dran denke. Ja. Pausenraum haben wir. Als nächstes müssen wir warten, was wir als nächstes, was wir brauchen. Entleuchtungsklinik oder Töpferei. Ich will jetzt nicht das Geld am Anfang einfach verbraten. Kann ja sein, dass gar keine Leute mit einem Topf auf dem Kopf vorbeikommen. Ein Tag. Echt? Ich hätte mir 15.000 Dollar sparen können. Hätte ich einen kleinen Moment gewartet. Nehmen wir den? Hungerlaunig. Ich bin's auch immer. So. Es sind am Anfang immer die gleichen Krankheiten, die hier unten kommen. Verbaler Durchfall etc. Deswegen, ich gehe auf neue ein. Ja, guckt mal, was hier sitzt. Ja, genau, um Platz für neue Patienten zu machen, die Asche bringen. Der Raum muss ziemlich groß sein, ne? Wo machen wir die Tür hin? Hier. Je größer der Raum gemacht wird als die Mindestanforderung, desto mehr Prestige kriegt man auch. Ist auch ziemlich nützlich zu wissen. Prestige 3 erreicht. Wir können zufrieden sein. Feuerlöscher noch eben hier rein. Ab dafür. Na komm, tun wir eine Pflanze dahin. Hier auch noch. Bilde einen Mitarbeiter weiter. Gleich haben wir schon. Dann haben wir die Zirkustherapie freigeschaltet. 40.000 Dollar. 30 nehmen wir erstmal das Günstige. Seht ihr, Baugerüst. Und alle Sachen verschwinden jetzt so, indem sie runtergehen. Gucken wir uns das mal eben ganz kurz an. Hallo, großes Haus, geh mal weg. Ja, und normal weiter. Heile 8 Patienten mit Monobraue. Wir brauchen dafür eine Station. Machen wir. 100.000 Dollar in 90 Tage, so früh am Anfang. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Wir nehmen es trotzdem an. Da hier jetzt ein Notfall ist, erhöhe ich das Personal in dem Raum. Davon brauchen wir noch einen. Also brauchen wir wieder ordentlich Personal. So, du hast Pech und Leute mit Pech können wir nicht gebrauchen. Ärzte, unhygienisch, weg. Nehmen wir. Habt ihr das gehört? Psychiatrie benötigt. Patienten bitten zu warten. Braucht den Bauplatz so langsam wirklich, ne? Boah, das ist mir alles hier ziemlich eng. Hallo? So. Mülleimer. Ja, haben wir schon. Stufe 2 erst. Teppich bringt richtig viel, achtet auf den Balken. Ja, und da haben wir's. Ich würde sagen, das reicht. Noch ein Aktenordner. Aktenschrank. Weiter geht's. Ups. Hab mich verklickt, aber wenn wir schon mal hier sind. Wir haben Karriereziele erreicht. Heile 100 Patienten. Belohnung 100 Kudosch. Verdiene 1 Million. Verdiene 1000 Kudosch. Wir reparieren 100 Maschinen. Oh, gieße 100 Pflanzen. 5 Upgrades. Und das war's. 910 Kudosch. Jetzt können wir richtig damit prassen.
Ich habe vergessen, auf die Uhr zu achten. Gucken wir mal eben drauf. Ich mache die Aufnahme jetzt noch so ungefähr 8-9 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange sie schon läuft. Vielleicht wird die Folge ein bisschen länger. Ich entschuldige mich dann schon mal dafür. Wo waren wir bei Objekte? Wie weit sind die Getränkautomaten von da entfernt? Ah, schon weit, ne? Hätte man alles ein bisschen besser planen können. Weg damit. 51.000 Dollar nur noch. Krankenpfleger zur Station, bitte. Wenig Platz. Wir nehmen den Raum, verfrachten den hier rüber. So. Dann können wir gleich hier nochmal eine Arztpraxis oder so bauen. 3 Mitarbeiter weiterbilden und 3 Mitarbeiter befördern. Wenn die Leute weitergebildet wurden, wollen sie auch automatisch meistens eine Beförderung. So, verfügbare Ausbilder. Jetzt kostet es uns nichts. Einer nur. Ja, komm. Ab der dritten Mission, wo wir jetzt sind, werden die Missionen auch länger dauern als sonst. Alle Betten besetzt? Ne, da ist eins frei. Das ist sehr gut. Knete, knete, knete. Ein bisschen Geldgeil sind wir ja schon, ne? Schon 33.000 damit verdient. 41.000. Läuft, Leute. Ein Gehalt, ein Fehlgeschlagen. Unsere Statistik sinkt. Topfschmerzen hatten wir ja schon gesehen. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Netter Clown, er leidet an Narzissmus wahrscheinlich. Zirkustherapie. Braucht 4x4. 1, 2, 3, 4. So. Sieht ganz lustig aus, ne? Habt ihr dieses Spiel denn mittlerweile auch schon ausprobiert oder guckt ihr eventuell sogar meine Folgen, wenn ihr nebenbei spielt? Ich mache das zum Beispiel ganz oft, wenn ich gerade nicht aufnehme. Ich sag mal, ich spiele gerade WoW und gucke mir nebenbei einen Stream oder ein Video dazu an. Wie handhabt ihr das so? Eine nette Kanone. Würde mich echt mal interessieren. Hatte ich denn schon hilfreiche Tipps für euch? Es fehlt ein Mülleimer. Komm, rede ich mal ein bisschen, vergesse ich wieder alles. Ein bisschen... Reinigung erforderlich. Warum liegt da Stroh? Objekte. Eine Bank. Zwei Getränkeautomaten. Oh, das geht aber gut mit unserem Geld, ne? Lassen wir mal offen die Weiterbildung. 83.000. Wir verdienen ganz gut. Liegt, glaube ich, aber auch hier an den 6 Leuten, die schon behandelt worden sind. 7. Und 57 Tage vorbei und wir haben schon fast 100.000 verdient für den Mitarbeiterwunsch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Objekte, Mülleimer. Ein Pflänzchen. Ja. Sondermeldung. 4 von 8 Patienten geheilt. Wir haben es trotzdem geschafft. Ja. Ich habe von euch übrigens noch keinen Kommentar bekommen, ob ihr wisst, was eine Monobraue ist. Schreibt es ruhig mal rein. Da wir viele Leute ausbilden, sind die sehr lange Zeit verhindert und hinterher nicht mehr ganz so behindert. Deswegen müssen wir auch viele einstellen. Ein Geist. Und der einzige Geisterjäger ist hier. Er verteilt sehr schön Ektoplasma auf dem Boden. Die Leute haben Angst, hier seht ihr es. Coole Frisur. So laufe ich immer rum. An den Besitzer des bläulichen Autos. Ihr Auto wird jetzt zur Schrottpresse gebracht. Wiederholung. Sieht aus wie ein Franzose.
tut das? Was ist das? Mein Gott, was ist hier los? Zweite Arztpraxis ist gerade gebaut und schon wollen sie eine dritte haben. Bilden jetzt gleich zwei Mitarbeiter auf jeden Fall in irgendetwas aus, dann haben wir die Mission fertig. Ein VIP kommt vorbei. Eventuell, je nachdem wie viele Mitarbeiter wir für den zweiten Stern brauchen, zur Weiterbildung, baue ich noch so einen Raum. Hier steht gerade keiner an, also wir haben keinen Hausmeister mit Mechanik. Mist. Er will zwar Geld haben, aber Geld haben wir reichlich. Linda, du machst deine Arbeit sehr gut. Ich finde zwar, du siehst aus wie ein Mann, aber du machst es sehr gut. Alle drei besetzt. Wollte ich. Was mache ich gerade für einen Quatsch? So. Ja. Da ist unsere erste Person gestorben. Ich habe zumindest noch keine gesehen bisher in diesem Krankenhaus. Nächste Weiterbildung. Mechanik. Einer nur zur verfügbar. Dann nehmen wir mal Behandlung. Haben wir einen mit Weiterbildung? Nein. Hä? Ich habe doch drauf geklickt. So, Behandlung. Du darfst das den anderen beibringen. Du und du. Wieder ein Geist? Nein, Glück gehabt. Sie geht zur Weiterbildung. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Sie weint? Gar nicht gut. Bitte mach die Daumen hoch, bitte. Ja, sehr gut. Narzissmus. Wir brauchen eine Zirkustherapie. Haben wir schon. Er sagt, wir haben die Krankheit entdeckt, aber die erste Patientin ist schon geheilt davon. Gut. Ein Krankenpfleger wird zur Zirkustherapie gebeten. Schmutzfink, nein. Streitet gern, nein. Grantig, Schmutzfink. So, das hätten wir schon mal erreicht. Wenn der Balken voll ist, haben wir das auch erreicht und wir haben unseren ersten Stern. Ein Blick auf die Uhr. Die Zeit ist vorbei, würde ich sagen. Ja, wir haben das Krankenhaus ja aufgebaut. Wir haben den zweiten Trakt auch schon ein bisschen befüllt. Kann sich sehen lassen. Dieses Mal hatten wir einige Probleme. Es stehen noch einige Probleme an. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, macht ein Däumchen nach oben und lasst eventuell sogar ein Abo da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.